Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur diesjährigen Verleihung der Josefskrone. Ich hatte mir vorgenommen zu sagen, das Wetter hat gehalten, aber es hat ja auch gehalten, ne? Ja, lange mussten wir tatsächlich warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Corona-bedingt haben wir wirklich im Kuratorium von Sitzung zu Sitzung beraten, wann wir das Ganze denn terminieren können. Jetzt ist es endlich soweit und trotz, dass wir ein bisschen abgespeckteren Rahmen als sonst haben, freuen wir uns sehr, dass wir gemeinsam mit Ihnen heute diesen Tag erleben dürfen. Wir möchten auch besonders begrüßen unser Kuratorium, unseren Spitzen Herrn Kurator Butte und der stellvertretenden Kuratorin Frau Kaiser. Wir möchten auch herzlich begrüßen die bisherigen Preisträger. Und die zukünftigen natürlich, die, glaube ich, auch unter uns sitzen und von ihrem Glück, glaube ich, noch nicht so richtig wissen. Ganz besonders möchten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen, die leider, wie gesagt, in abgespeckter Form heute nur hier sein können. Und ganz besonders freuen wir uns, dass der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe uns heute hier beehrt und auch gleich ein paar Worte zu uns richten wird. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Gehle, dass Sie den weiten Weg zu uns gefunden haben. Ja, die musikalische Begleitung findet durch unsere Hausband, Jazzband online statt. Die wird uns durch den Nachmittag führen. Insofern erstmal recht herzlichen Dank und schön, dass Sie da sind. Genau, und ich möchte Sie bereits jetzt schon mal einladen, dass wir nach dieser Veranstaltung, nach dem offiziellen Punkt, noch zu einem gemütlichen Beisammensein einladen. Wir haben für Ihr kulinarisches Wohl gesorgt. Insofern bleiben Sie bei uns und genießen Sie uns mit uns den Nachmittag. Wir kommen auch schon zu dem ersten Punkt. Dann möchten wir Herrn Kurator Budde bitte auf die Bühne bitten, der uns etwas zu der Bedeutung der Krone erzählen wird. Bitte, so? Ist vielleicht besser. Ja, Raindrops keep falling on my head. Ist breit bekannt, damit wollte ich das Ganze eigentlich beginnen. Aber noch mit einer weiteren Botschaft. Und zwar die Geschichte des Visionärs Josef Zumlow. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Josefshospitaler, wir haben heute eine besondere Freude, nämlich die besondere Freude, unsere Krone wieder weiter verleihen zu können, um damit den Ball weiterzuspielen, wie wir es uns einmal gedacht haben. Ich möchte mich dabei ganz besonders bedanken bei Frau Meyer und Krutzkamp, Herr Dr. Doth lässt sich entschuldigen, er ist in Urlaub. Denn Sie haben also eine Botschaft verbreitet und diese Botschaft tragen Sie bitte weiter, dass wir dem Stifterwillen weiter folgen wollen. Das kann auch nur Gutes bedeuten, denn der Stifter hat Visionen, zu denen ich gleich noch einiges ausführen werde. In der Kuratoriumssitzung haben wir lange gerungen, wie die Herren das beide erklärt haben, sollen wir nicht. Aber wir haben dann entschieden, wenn die Corona-Zeiten vorbei sind, ist vielleicht auch das Feiern vorbei, weil vieles in Vergessenheit gerät. Und es ist schade, wenn etwas vergessen wird. Wir möchten es für die Zukunft wahren und bewahren. Aus diesem Grunde haben wir alles nochmal rekapituliert, was die Josefskrone betraf. Die Josefskrone ist im Grunde genommen ein verlängerter Arm der Bürgerkrone des Stifters. Aber da werde ich noch gleich im Einzelnen zu kommen. Wir haben dann, weil der Name eben Josef lautet, auch dazu Josefskrone genannt, sodass dieser Gedankengang weiterläuft. Und diese Josefskrone, da haben wir einige klare Regeln aufgesetzt. Was soll das bedeuten, wenn jemand mit dieser Krone beehrt wird? Und zwar ist die oberste Vision ganz eindeutig die, es muss alles das möglichst optimal geregelt sein, was den Stifter selbst betrifft. Und da komme ich gleich noch im Einzelnen drauf, was sagt der Stifter, was hat er gesagt, was wollte er und wo wollte er hin. Und wenn das der Fall ist, dann kann jemand geehrt werden, denn dann schließt sich der ganze Kreis wieder und dann kommt auch sehr viel Freude auf.
Denn wie gesagt, wir freuen uns ja auf so eine alte Tradition, die fast 180 Jahre alt ist. Und wenn ich den Stifter selbst betrachte, ist es nicht 180, sondern ich glaube 230 oder 40 Jahre alt. Ja, der Stifter war sehr zäh, der ist über 80 geworden. Gut, das zu der zweiten Position. Die dritte Position ist, was hat der Stifter eigentlich getan? Der Stifter hat in den Punkten Ehre und Anerkennung gar nichts getan. Er hat aber eins erlebt, dass die Bürger der Region, dass die einfach ihn geehrt haben, weil er, und da muss man, schließt sich der Kreis wieder, wir haben hier genug und reichlich Mediziner, denn immer das, was letzten Endes die Medizin nach vorne bringt, das hilft auch dem Armen und Schwachen. Und damit kann ich also immer etwas Gutes tun und kann wieder heilen. Und dieses Heilen, das war der Inbegriff des 18. Jahrhunderts. Darüber muss man sich im Klaren sein. Eine Kurpfuscherei gab es reichlich, aber Heilprozesse waren selten. So, und der Stifter hat also diese Krone bekommen, und zwar in Form einer großen Feier, eines Fackelmarsches mit Gesang und verbunden mit den Kirchenglocken. Und da schlug natürlich auch für ihn das Herz höher. Er erkannte urplötzlich, dass er geehrt wurde und anerkannt wurde. Denn damit wollen wir diesen Abschnitt auch erstmal belassen, denn dann kommt eigentlich das Entscheidende. Und jetzt fängt der Görler nicht an zu lachen, weil ich jetzt genau das berichte, was hat der Stifter immer geleistet. Der Stifter war ein absoluter Visionär. Die erste Botschaft, die er verbreitete und die wir auch noch heute in unseren Satzungen fest verankert waren, er wollte drei Grundmodelle wollte er erfüllt wissen. Er wollte erstens, dass unsere Stiftung weder vom Staat noch von dem Bischof abhängig ist. Er sollte also eine völlig unabhängige Organisation sein, die besetzt wurde durch das Kuratorium. Weder, also um es nochmal einzuhämmern, weder dem Staat noch der Kirche abhängig. Das schloss allerdings in keiner Weise aus, dass er ein Christ war. Er war sogar ein sehr gläubiger Christ, katholischer Christ aus der Region gekommen, aber er wollte, und da komme ich gleich wieder in die Medizin hinein, die optimale medizinische Versorgung. Und das bot im Wesentlichen damals die Evangelischen, wir haben Charité, ist für uns ja alle ein Begriff. Die Charité war nur wenige Jahre älter. Die hatten also das vorgelebt, wie man versuchen kann, mehr zu heilen und mehr zu erreichen für die Gesundung der Menschen. So, das waren seine ersten Vorgaben. Aber wer denn besser und intensiver die Satzung durchliest, wie ich es unserer Bürgermeisterin auch locker zutraue, der wird feststellen, dass er noch einige andere Zielvorgaben hatte. Und das ist das, was ich vorhin eingangs als Vision bezeichne. Die Vision war eine eindeutige, die da lautete: Wir wollen die optimalste Medizin und Pflege. Die optimalste, nicht irgendeine, sondern wir wollen den Menschen in dieser Region, wollen wir dazu verhelfen, dass sie nicht darben, dass sie nicht leiden, dass sie gesunden. Und das ist so berührend, dass ich das bis zu meinem Tode nicht vergessen werde, dass er dieses auch dann verankern ließ. Er hat sich wahrscheinlich eines Juristen bedient bei der Fassung, aber er hatte die Botschaft selbst vertreten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass er auch wie ein Wahnsinniger baute. Und bauen gehört dazu, dass auch weiter die Existenz der Stiftung erhalten bleiben kann. Das muss man sich mal auch vor Augen führen. Es war so, dass er sein Krankenhaus, das erste Krankenhaus, was der Dr. Dorsel bestimmt kennt, jedenfalls, ja, ich glaube, ja, da sind sie zu jung für, vielleicht haben sie es nicht mehr gesehen, aber das ist ja auch verankert an einem Relief. Das war schon fertig und war bezogen, obwohl er noch gar nicht den König von Preußen überhaupt die Erlaubnis erteilt bekommen hatte. Denn das war das Einzige, was überhaupt diesen Freigeist überhaupt prägen konnte. Es bedurfte der Zustimmung, heute würden wir sagen, der Zustimmung der Regierung. So, und dies dann, wie gesagt, fast ein Jahr später erteilt worden, obwohl ein Jahr lang schon die ersten Gebäude der Stiftung standen und die ersten Kranken dort behandelt wurden. Und
Diese Vision, die wollen wir alle aufrechterhalten. Und ich bin Ihnen sehr, sehr zu Dank verbunden, wenn Sie auch diese Tradition weiter pflegen, zum Wohle unserer Patienten, zum Wohle unserer Region und zum Wohle von uns im Grunde genommen allen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte noch stundenlang erzählen, Sie können sich das vorstellen, aber wenn die Pferde mit mir durchgehen, höre ich doch lieber auf. Ich danke Ihnen. So, wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Gehle heute bei uns ist. Herr Dr. Gehle wird jetzt eine Laudatio auf unseren diesjährigen Preisträger halten. Herr Dr. Gehle. Ja. Liebes Kuratorium, liebe Bürgermeisterin, liebe Mitarbeiter des Josefshospitals und liebe Freunde des Josefshospitals, glaube ich, muss mal sagen, ich finde das ein außergewöhnliches Ereignis und ich finde, dass man so eine Tradition, die man ja so ein bisschen wiederentdeckt hat, auch pflegen muss, weil ich glaube, für unsere Region, gerade hier in Westfalen-Lippe und auch gerade hier im Münsterland, ist das sehr wichtig, Menschen zu zeigen, dass es sich lohnt, für ihre Region sich einzusetzen. Von daher freue ich mich, dass ich hier bin. Ich habe gehört, nicht jeder weiß, wer die Krone bekommt und von daher werde ich jetzt auch noch keinen Namen sagen. Und meine, der ein oder andere kann sich vielleicht denken, um wen es geht, zumindest wenn ich dann mal so ein bisschen erzählt habe, glaube ich. So. Ja. Also der zu Ehrende ist in Westfalen geboren, in Unna, was ich gar nicht wusste, wenn ich ehrlich bin. Wurde dann aber, wie ich als Urwestfale immer wieder sage, weil ich stamme aus dem alten Landkreis Warburg und für mich ist das richtige Westfalen immer dort. Ich weiß, da gibt es Unterschiede. Die einen sagen, das ist im Münsterland, die anderen sagen da, aber für mich ist es halt dort. Ist dann aus meiner Sicht doch deutlich vertrieben worden. Ins Exil, ins Rheinland, nach Mönchengladbach, wo er Grundschule und Gymnasium besucht hat, auch seine Zeit beim Militär verbracht hat. Und ist dann, Gott sei Dank, nach Anfängen im Medizinstudium in Düsseldorf nach Münster, wie ich sagen würde, heimgekehrt. Und wenn ich von Heimkehren spreche und dieses Krankenhaus sehe, in der Umgebung, in der ich mich hier befinde, muss ich sagen, wenn ich nochmal jung wäre und nochmal frisch anfangen würde, würde ich mir quasi ein solches Krankenhaus in einer solchen Umgebung mit einer großen Heimatverbundenheit wünschen und wäre, glaube ich, dann wie er irgendwann auch hier geblieben. Schon früh hat er sich seinem Fachgebiet gewidmet und hat über Sulfipyrazon, mehr werde ich jetzt nicht sagen, geforscht. Ein Medikament, das wir beide gut kennen aus unseren Anfangstagen, was heute nicht mehr ganz so in der Verwendung ist, aber es gegebenenfalls ja auch wieder wird. Wir wissen ja alles, in der Medizin dreht sich das alles mal von rechts nach links. Nach anfänglicher Weiterbildung im Universitätsklinikum Münster ist er dann schon, bevor er Facharzt war, als Oberarzt nach Paderborn gewechselt, dann aber Gott sei Dank zurückgekommen, hat seinen Facharzt für innere Medizin erworben und damals das Teilgebiet Kardiologie in der inneren Medizin. Ich habe auf der alten Urkunde nochmal nachgeguckt, da steht es auch wirklich drauf, da steht sogar drauf, dass man das, was heute gar nicht mehr denkbar war, dass man dieses Teilgebiet nur führen darf im Zusammenhang für den Facharzt, mit dem Facharzt für innere Medizin, so hieß das damals natürlich. Paderborn, das sage ich mal so als alter Junge aus der Region da unten. Man hat ja früher gesagt, Münsterland und Paderborn, das wäre ja ein großer Unterschied. In Paderborn hat man immer gesagt, es gibt katholisch, es gibt Münster und es gibt Paderborn, sodass ich glaube, dass du dich auch da wohlgefühlt hast. Wobei wir da auch lange mal darüber diskutieren können, was denn nun die bessere Diözese gewesen wäre. Und ich glaube, die Unterschiede zwischen der Diözese Paderborn und der Diözese Münster sind größer wie die Unterschiede zwischen Westfalen und Rheinland. Dann ist er hier nach Warendorf gekommen, zunächst als leitender Arzt, hat dann den Schwerpunkt Kardiologie aufgebaut und hat viele Jahre dafür gekämpft, auch eine Herzkathedereinrichtung hier zu finden. Wir sprechen ja heute über die neue Krankenhausplanung. Und für viele Krankenhäuser wird es wichtig sein, einen Herzkatheter zu haben, weil wir in den Regionen eine Erreichbarkeit von maximal 20 bis 30 Minuten brauchen. Und ich glaube, für diese Region hier
war das sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz ist er lange Jahre pendeln müssen zwischen dem Josis-Hospital, dem St. Franziskus-Hospital in Münster und Bad Rothenfelde. Und da gibt es einen schönen Spruch, den ich gehört habe. Es gibt auf dem Weg nach Rothenfelde nur eine Ampel. Ansonsten ist das eine Rundfahrt durch westfälische Parklandschaften, die er da tagtäglich macht. Und von daher hat er sich da immer sehr drüber gefreut. Seit 2002, und das sage ich jetzt auch, das war noch in der alten Ordnung, der alten Krankenhausordnung, ist es ihm dann gelungen, hier eine Abteilung für Kardiologie, und damit habe ich es nun, glaube ich, auch verraten, lieber Thomas, auszuweisen. Das war damals gar nicht so einfach, weil es damals noch die alte Teilgebietsplanung gab und ich glaube, für den Standort hier auch wichtig. Und 2004 konnte er dann den Pendelverkehr, wie ich das so schön sage, beenden. Er wurde dann ärztlicher Direktor seit 2015. Und das Ganze sage ich jetzt auch mal, ich weiß auch, wie das ist, noch mit Familie im Hintergrund, mit Kindern, um die man sich kümmern muss und auch kümmern will. Und ich glaube auch, dass er ein Familienmensch durch und durch ist. Und freue mich auch, seiner Frau sagen zu können, dass wir alle dankbar sind, glaube ich, dass er trotz der Familie mit der großen Unterstützung einer Kollegin quasi das hier alles leisten konnte, was er hier geleistet hat. Berufspolitisch, und das ist nun mal meine Position hier, habe ich ihn kennengelernt als allererstes Mal auf Borkum, auf so einem Echokurs, den ich dann leider nicht besucht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Er hat sich vielfältig eingesetzt in der Kammerversammlung. Ich weiß noch, meine erste Kammerversammlung und auch später, dass du immer wieder auch mit Rat und Tat zu mir gekommen bist. Immer auf eine sehr angenehme und ruhige Art. Immer mit der ruhigen Art etwas entwickeln wollen, aber auch immer und mit einem klaren Ziel. Und ich glaube, das zeichnet dich auch hier aus, auch mit einem klaren Ziel, was du für die Ärzteschaft und für alle, die daran beteiligt sind, erreichen wolltest. Du bist im Aufsichtsausschuss der Ärzteversorgung, hast dich mit der Krankenhausplanung in einigen Gremien beschäftigt, bist in der Gutachterkommission, bist Prüfer fürs Kenntnisprüfung jetzt auch durch. Ich glaube, es ist ein vielfältiges Engagement. Nebenbei hast du dich immer, da waren wir beiden ja nicht ganz einig, in einem anderen Verband, nämlich im Verband der leitenden Krankenhausärzte, engagiert, warst auf Bundesebene Schatzmeister, warst Landesvorsitzender des VLK in NRW. Aber damit nicht genug. Du hast dich auch hier in Warendorf engagiert. Du hast die Berufsinformationstage für Schüler im Lions Club gegründet. Nebenbei noch Hilfseinsätze. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Du hast quasi in Äthiopien Weiterbildung betrieben, was ich sehr, sehr, sehr ehrenwert finde. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass wir jetzt gerade auch ein kleines Projekt machen mit der Uni Witten-Herdecke, wo es eben um Ausbildung von Kinderärzten aus Afrika geht. Ich halte das für unheimlich wichtig. Ich glaube, bei der Wetterlage muss man das ja niemandem sagen. Wir dürfen keine Region in dieser Welt vergessen. Und das hat nicht nur mit Klima und mit Corona zu tun. Ja, was gibt es noch zu sagen? Da gibt es den schönen Satz von dir. Das Rädchen dreht sich immer schneller. Dann gibt es etwas, dafür muss ich jetzt mein Handy anmachen, was ich glaube, viele kennen, vielleicht nicht alle. Das mag jetzt den einen oder anderen erstaunen, dass ich das tue. Ich hoffe, das klappt jetzt. Stopp, müssen wir nochmal. Haben Sie das gehört? Nein? Dann mache ich es nochmal, ja? Ja, das ist nicht das Wiehern der Fohlen in Warendorf, sondern das ist das Wiehern der Gladbacher Fohlen. Da muss ich sagen, als ich ins Ruhrgebiet gezogen bin, habe ich auch mein Fußballherz fürs Ruhrgebiet entdeckt, irgendwo zwischen Schalke und Bochum, sage ich immer, auch wenn das ja jemand gibt, den wir beide kennen, der mich immer von Dortmund überzeugen wollte. Aber ich kann das durchaus verstehen, in den alten Fohlentagen. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Wir hatten immer eine Fangemeinde für Borussia Mönchengladbach, die fuhr dahin. Und im Münsterland, leider muss man ja sagen, gibt es ja keinen Fußballclub, der die Erwähnung jetzt so unbedingt verdient hätte. Was ich aber besonders finde, ist, das habe ich in einem, oder hat man gefunden, so muss ich ja ehrlicherweise sagen, ein Satz, der auch mir sehr nahe geht. Man hat dich mal zitiert in Mensch Josef, mit dem folgenden Satz: Ich sehe nicht alles als Mediziner, sondern ich bin und ich bleibe Arzt. Ich glaube, das ist etwas, was zumindest uns beiden
seitdem wir uns kennengelernt haben, verbindet. Besonders am Herzen liegt mir, dass wir auch in Zeiten der zunehmenden Ökonomisierung im Gesundheitswesen weiterhin den Menschen in den Mittelpunkt unseres Tuns und Handels stellen. Und ich glaube, das sind Sätze, die auch dem Gründer des Josephs-Hospitals sehr am Herzen gelegen hat. Und ich sage es auch nochmal, völlig unabhängig von der Einstellung, von der Religion, von anderen Dingen, von der Herkunft, jedem Menschen sei das gewährt. Und deswegen freue ich mich, dass ich dir zu Josephs Krone gratulieren darf, weil ich glaube, du bist ein würdiger Träger. Und ich glaube, dass man auch sagen muss, du bist, glaube ich, in dieser Region auch wirklich zu Hause geworden. Was etwas ist, was vielen unserer jungen Kollegen verloren geht. Und ich glaube, was für viele Vorbild sein kann. Es hängt nicht davon ab, wo man ist, sondern es hängt davon ab, wer man ist, was man tut und wie man etwas tut. Und ich glaube, Thomas, da bist du ein würdiger Preisträger und ich sage dir herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns. So, dann ist es jetzt raus, wer unser diesjähriger Preisträger ist. Ich darf jetzt Frau Kaiser und Herrn Budde auf die Bühne bitten, um die Ehrung für unseren diesjährigen Preisträger vorzunehmen. Ja, es ist jetzt ein großer Augenblick gekommen, Herr Dr. Dorsel. Ich bitte Sie jetzt ganz herzlich, zu uns auf die Bühne zu kommen. Und Frau Dorsel, bitte begleiten Sie Ihren Mann in diesem Augenblick. Schaffen Sie sonst nicht. Ich hatte schon meine Schwierigkeiten. Ja, es ist jetzt der Augenblick, wo wir Ihnen gerne diese Krone verleihen würden. Sie sind ein würdiger Träger. Sie halten unsere Krone in Ehren und Sie verfolgen auch das, was wir verfolgen, nämlich das Wohl des Krankenhauses zu erreichen. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz, für Ihre Zeit, für die Zeit mit uns zusammen. Aber ich hoffe, wir werden auch weiterhin eine gute Zeit zusammen verbringen. Ganz herzlich. Ich würde sie Ihnen gerne verleihen. Mal schauen, ob Ihr Stoff nicht zu gut ist, dass es nicht da durchgeht. So, jetzt hat es geklappt. Und ist auch richtig rum, ne? Genau. Ja. So, jetzt ist es. Bitteschön. Ja. Das ist eine Krone, ist typisch westfälisch. Ja. So, Josephs Krone kennen Sie auswendig, aber können sich die einen oder anderen ja vielleicht noch im Foyer noch mal vor Augen führen. Sie haben viel für die Region geleistet. Wir sind stolz auf Sie und wir bedanken uns recht herzlich. Denn, wie gesagt, Originale, in dem Sinne der Visionäre, die sind gar nicht reichlich genug da für uns. Vielen Dank und alles Gute auch an Ihre Frau. Frau Dorsel, einen kleinen Blumenstrauß für Sie. Dankeschön. Und für Sie noch eine Auszeichnung. Würden Sie ihn jetzt gerne in diesem Zusammenhang noch ganz herzlichen Dank überreichen. Ich darf Ihnen das geben. Vielen Dank. Haben Sie nicht nein, vielen Dank. Also, liebe Frau Kaiser, lieber Herr Budde, liebes Kuratorium, lieber Hans, ich habe es dir gerade schon gesagt, du warst wirklich für mich die Überraschung. Ich habe nicht damit gerechnet, Doris hat auch nichts verraten. Von daher, das war wirklich und auch eine schöne Laudatio, die vieles von mir erzählt hat.
Ich bin übrigens noch der Landesvorsitzende des VLK und bin auch noch im Bundesvorstand, aber das ist aber egal. Aber ganz herzlichen Dank. Du hast vor allen Dingen viele Punkte erwähnt, die mir sehr am Herzen liegen. Und von daher ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Liebes Kuratorium, einige sind ja leider urlaubsbedingt verhindert. Natürlich auch die früheren Preisträger, die hier sind, bis auf Rolf Duth. Meine Damen und Herren, von ganzem Herzen möchte ich mich für die Auszeichnung mit der Josefskrone bedanken. Ich freue mich sehr. Zeigt die Verleihung doch, dass Sie meinen steten Einsatz für das Josefshospital anerkennen und würdigen. Ich kann nun auf über 21 Jahre ärztlicher Tätigkeit in Warendorf zurückblicken, in der ich die Geschicke des Josefshospitals mitgestalten und prägen durfte. Wir können meiner Meinung nach sehr stolz auf die Entwicklung unseres Krankenhauses in gesundheitspolitisch turbulenten Zeiten sein. Dies gilt auch insbesondere im Kreis Warendorf vor den Toren der Stadt Münster oder, wie unser Kurator immer zu sagen pflegt, als Leuchtturm im geografischen Dreieck Münster, Osnabrück und Bielefeld. Dies alles wurde als Solitär durch die Stiftung Josef Zumlos und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses erreicht, ohne dass wir uns bis heute einem der großen Klinikkonzerne anschließen mussten. Als ich 1999 vom St. Vinzenz Krankenhaus in Paderborn nach Warendorf kam, um eine kardiologische Abteilung aufzubauen, waren die ersten 5 Jahre sicherlich die schwierigsten. Es bestand nur ein Lean-Management mit der Krankenhausgesellschaft Sana, welches aber 2003 beendet wurde. Seitdem gab es immer wieder stürmische Zeiten. Aber auch in schwerer See konnte das Josefshospital stets auf Kurs gehalten werden. Erlauben Sie mir, einige Meilensteine der Entwicklung in diesen 20 Jahren herauszugreifen. Ein erster solcher Meilenstein war 2002 der Bezug des neuen OP-Traktes, später dann im Oktober 2004, wie unser Präsident der Kammer gerade schon erwähnte, für mich persönlich die Eröffnung des Zentrums für kardiologische und endoskopische Diagnostik und des Linksherzkatheterlabors in den damaligen OP-Räumen. Diese für unser Krankenhaus und die Kreisstadt Warendorf wegweisende Entwicklung war vor allem möglich durch die Unterstützung des früheren Landessportbundpräsidenten und verdienten Warendorfer Bürgers Richard Winkels. Dieser half mir, die notwendigen politischen Verbindungen herzustellen und war damit maßgeblich an der Standortfrage einer Kardiologie im Kreis Warendorf beteiligt. Die notwendigen Abbruch- und Umbauarbeiten direkt über meinem damaligen Büro zogen sich über viele Monate hin. Die damit verbundene enorme Lärmbelästigung, man konnte sich kaum unterhalten oder telefonieren, waren Musik in meinen Ohren. Durch diese Entwicklung hatte das Josefshospital ein Alleinstellungsmerkmal im Kreis Warendorf und ist daher auch als Weiterbildungsstätte in der inneren Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie, Palliativmedizin und Intensivmedizin für junge Ärztinnen und Ärzte sehr attraktiv. Und nicht zu vergessen, als Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Universität Münster durch die PJ-Studenten unser Krankenhaus kennenlernen und später gerne als Assistenten zu uns zurückkommen. Auch die Etablierung eines ersten Ärztehauses am Krankenhaus mit der urologischen Praxis und der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie trug zur positiven Entwicklung bei. Ein weiterer Meilenstein konnte in diesem Jahr mit der Etablierung einer Stroke-Unit im Norden des Kreises in Kooperation mit der Neurologie des Hiltrupper Krankenhauses gesetzt werden, die ich auch mit vorbereiten durfte. An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege auf den Stationen. Hier möchte ich vor allem die Schwestern und Pfleger der ersten Stunde auf der ersten kardiologischen Station 2a namentlich erwähnen, die mit großem Engagement und extrem großer Freundlichkeit den Aufbau der Kardiologie unterstützten. Die Krankenschwestern Annegret Johanterwaage, Anneliese Wiebe, Claudia Ehrchen, Gabi Mittelberg und Barbara Hiltrop. Die Krankenpfleger Heiner Brechtgen, den ich noch aus meiner Paderborner Zeit kenne, damals auf der Intensivstation und der damaligen Station 8,
sowie die und Raphael Hilge von der damaligen Station 8, sowie die Pflegedienstleitungen Genoveva Schulte und Wilfried Torkötter, der leider viel zu früh verstorben ist. Plötzlich verstorben ist. Besonders bedanken möchte ich mich bei zwei Mitarbeitern, die auch im letzten Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurden. Zum einen beim Leiter des technischen Dienstes, Herrn Willi Redeker, der mit großer Tatkraft, Fleiß und Weitblick die einzelnen Baumaßnahmen des Josefshospitals, hier insbesondere des Zentrums für kardiologische und endoskopische Diagnostik, des Ärztehauses, der neuen Eingangshalle und des neuen Anbaus in all den Jahren begleitete. Und zum anderen bei Michael Peters, der mich insbesondere in der Zeit als ärztlicher Direktor als ausgewiesener Hygienefachmann hervorragend unterstützte. Ohne ihn hätte ich diese Aufgabe nicht leisten können. Unter der Leitung der Verwaltung mit den Vorständen Dr. Martin Biller und später Herrn Peter Gördeler wurde das Haus in unruhiger See auf Kurs gehalten und entwickelte sich insbesondere in den letzten Jahren im Wettbewerb sehr positiv. Mein besonderer Dank gilt jedoch meinem leitenden Oberarzt Dr. Norbert Wiesdorf, auf den ich mich jederzeit uneingeschränkt verlassen konnte. Ab Juli 1999 bauten wir gemeinsam mit sehr großem Einsatz und in gegenseitigem Vertrauen die kardiologische Abteilung auf. Heute ist in allen Abteilungen die Führungsriege mit Oberärzten und Fachärzten deutlich angewachsen. Hier möchte ich mich auch bei meinem Oberarztteam bedanken, das mich in den letzten Jahren eben begleitet hat. Dr. Bernhard Zinngraf, der bereits vor 3 Jahren in Ruhestand ging, Dr. Matthias Grude, Dr. Lars Bruckötter und Elias Alkuri. Unter der Leitung von Dr. Jürgen Biermann und Nuss ist nun die Abteilung durch Etablierung einer Elektrophysiologie in einem künftigen zweiten Katheterlabor weiter auf einem sehr guten Weg und wird unser Krankenhaus in die kardiologische Zukunft führen. So kann ich zusammenfassend über die beiden medizinischen Kliniken sagen, dass die Medizinische Klinik 1 von meinem damaligen Wunschkandidaten und jetzigen Freund Professor Dr. Dirk Domack und nun auch die Medizinische Klinik 2, die Kardiologie, von meinem Wunschnachfolger geleitet werden. Beide sind hervorragend, herausragende Ärzte und Kollegen, von denen ich mich als Patient jederzeit auch selbst behandeln lassen würde. Das alles war aber nur möglich durch die unermüdliche Unterstützung meiner Frau Doris, die über viele Jahre alleinerziehende Mutter unserer 4 Kinder war. Das Krankenhaus war mein erster Wohnsitz und rückblickend ist das Familienleben sicherlich oft zu kurz gekommen. Bedanken möchte ich mich daher auch bei meinen Kindern, dass sie zumindest meistens Verständnis für den beruflichen Einsatz ihres Vaters hatten. Abschließend erlauben Sie mir noch einige kritische Bemerkungen zur Entwicklung unseres Gesundheitssystems. Vor gut 21 Jahren trat ein Wandel des Vergütungssystems mit Einführung der DRGs ein. Damit kam es zu einschneidenden und grundlegenden Veränderungen in sämtlichen Abläufen eines Krankenhauses. Man wollte damit eine Ökonomisierung erreichen. Medizinisches Denken, Einfühlungsvermögen, sorgfältige Beobachtung und Anamnese und Geduld finden im System der optimierten Abläufe immer seltener Beachtung. Die Patienten werden in vorgegebene Liegezeiten und Behandlungsalgorithmen gezwängt. Diese zeitverknappende Ökonomisierung und Industrialisierung steigert weder die Effizienz der Behandlung noch die Gesundung unserer Patienten, wohl aber den Umsatz. Die Heilkunst des Arztes, aber auch der Pflegenden, die fast ausnahmslos mit einer prosozialen Einstellung den medizinischen Beruf ergriffen haben, wird ihnen damit ausgetrieben. Im nun beschlossenen Pflegestärkungsgesetz werden die Personalkosten aus den Fallpauschalen herausgerechnet und gesondert entsprechend der eingesetzten Fachkräfte erstattet. Die Pflege steigert außer in der Intensivmedizin nicht den Erlös. Dieses Gesetz ist daher vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung. Kritisch sehen muss man aber sicherlich auch den massiven Missbrauch der solidarischen Gesundheitsversorgung, die auf das Konto vieler Patienten und Personen geht, die sich für solche halten,
Ich erinnere hier nur an die nächtlichen Konsultationen in Notfallambulanzen wegen körperlicher Unbill, die man sich scheut, Krankheit zu nennen und Kapazitäten für echte Patienten blockieren. Daher meine Forderung und Mahnung, die Räder dürfen sich nicht immer schneller drehen und damit der Druck auf pflegerisches und ärztliches Personal immer größer werden. Die integrierte Versorgung durch niedergelassene Ärzte und Kliniken muss optimiert werden. Der Patient muss endlich wieder im Mittelpunkt stehen und die Krankenhäuser dürfen nicht zu rein am Umsatz orientierten Wirtschaftsunternehmen degenerieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor wir jetzt noch einmal zur Musik kommen, möchte ich Sie bitten, noch ein bisschen mehr Sitzfleisch für uns heute übrig zu haben. Denn wir haben kurzfristig einfach noch mal unser Programm etwas erweitert. Das werden Sie noch nicht auf Ihrem Programm finden. Insofern nach der Musik bitte einmal noch mal kurz sitzen bleiben. In der Auslobung der Josefskrone hat das Kuratorium 2015 festgelegt, ich zitiere, ausgezeichnet können nicht nur hochverdiente Angehörige bzw. Mitarbeiter der Stiftung selbst, sondern auch alle Bürger, die überobligatorisch den Stiftungszweck gefördert haben. Und weiter, die Verleihung erfolgt jährlich und soll von Ausnahmen abgesehen grundsätzlich nur einem zu Ehrenden verliehen werden. Wie weise doch unser Kuratorium damals 2015 war, denn heute haben wir eine solche Ausnahme. Schließlich befinden wir uns ja auch in einem Ausnahmejahr, ja man kann sagen Ausnahmezustand, wenn wir uns an die Corona-Pandemie, ich wollte gerade sagen, zurückerinnern. Sie ist ja noch im vollen Gange. Und da muss es eben auch möglich sein, mehr als nur einen verdienten Mitarbeiter oder Bürger eben zu ehren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pandemie dauert nun schon seit mehr als 15 Monaten an. Wir erleben alle seit vielen Monaten Einschränkungen, Ängste, Emotionen und Herausforderungen, insbesondere in unseren Krankenhäusern, wie auch unser Josefshospital eins ist. Ich kann mich noch sehr gut an die Anfänge der Pandemie erinnern. Erst war es weit weg in China, dann in Bayern, irgendwann in Heinsberg. Und ich muss gestehen, selbst da habe ich noch nicht das ganze Ausmaß erkannt, was da auf uns zukommt. Unsere erste KEL-Sitzung, KEL steht für Kriseneinsatzleitung, haben wir am 2.3.2020 abgehalten. Klug zusammengesetzt das Gremium. Natürlich unsere Betriebsleitung, ergänzt durch Spezialisten in einzelnen Fragestellungen. Und diese Spezialisten haben uns und das ganze Gremium toll ergänzt bzw. gestärkt. Es wurde sehr schnell deutlich, Teamarbeit ist viel, viel mehr als dann, wenn einer alleine kämpft. Bislang haben wir 223 Corona-Patienten hier im Josefshospital betreut. 46 sind dabei gestorben. Und hinter jedem dieser Patienten steht ein individuelles Schicksal, das wir bei aller Statistik immer im Auge behalten sollten. Denken Sie auch an Long-Covid-Syndrom. Sind nicht nur die Verstorbenen, sondern es gibt auch andere Schicksale. Trotz dieser Schicksale und auch wenn die Pandemie derzeit noch im vollen Gange ist, möchte ich schon mal rückblickend feststellen, bis heute, wir als Josefshospital sind verhältnismäßig gut durch diese Krise gekommen. Wir haben nicht reagiert, sondern wir haben agiert, waren oftmals, wenn ich das so sagen darf, einen Schritt schneller als das Virus oder als andere. So haben wir zum Beispiel die Maskenpflicht als eines der ersten Krankenhäuser überhaupt eingeführt. Anders als es in der Presse stand, die Uniklinik in Münster. Wir haben in einem wirklich tollen Projekt innerhalb kürzester Zeit Kapazitäten für weitere Beatmungsbetten geschaffen und ich lege Wert darauf zu betonen, dass diese Betten jederzeit auch aktivierbar sind. Und das gilt im Übrigen auch für die allermeisten Krankenhäuser, die diese Betten geschaffen haben, anders als es in der Presse derzeit kolportiert wird.
Wir haben schon im Dezember 2020 ein umfangreiches Testkonzept geschaffen, zunächst mal für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ab Januar 2021 dann für unsere Besucherinnen und Besucher und Patienten. Und etwas, worauf wir sehr stolz sind, wir haben es geschafft seit dem Sommer letzten Jahres, dass wir keinen einzigen Tag mehr hatten, in dem wir ein Besuchsverbot ausgesprochen haben. Wir haben immer unseren Patienten Besuche zulassen können. Ich sage das nicht, um anzugeben oder um über uns zu beweihräuchern, sondern es gibt zwei Gründe, dass ich es heute erwähne. Vor allem, und das ist mir sehr wichtig, möchte ich an dieser Stelle noch einmal auch öffentlich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich danken, die mit großem Einsatz dabei waren und überhaupt auch es möglich gemacht haben durch das Einhalten dieser Regeln, dass wir so gut durch diese Krise gekommen sind. Und ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zolle ihnen meinen vollen Respekt. Und das tue ich auch im Namen des Kuratoriums und des Vorstands. Der zweite Grund ist, der zu Ehren hat hieran auch seine Verdienste. Unser Preisträger war nämlich lange Zeit Mitglied der Krankenhauseinsatzleitung und hat eben diese mit seiner ausgesprochenen Expertise bereichert. Unermüdlich hat er weit über seine Arbeitszeit hinaus Mitarbeiter geschult, Hygienepläne bearbeitet und Konzepte erstellt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war nur das Finale seiner fast 40-jährigen Tätigkeit bei uns im Josefshospital. Am 01.04.1981 tritt nämlich Herr Michael Peters seinen Dienst im Josefshospital hier in Warendorf an. Zuvor hatte er, frisch vom naturwissenschaftlich-mathematischen Abitur kommend, im Jahr 1978 sein Krankenpflegeexamen mit der Note sehr gut in den städtischen Kliniken Duisburg erlangt. Und wer sich in der Krankenpflege auskennt, weiß, dass die Note sehr gut nicht mal ebenso erreicht wird. Es ist eine höchst anspruchsvolle Ausbildung. Und diese Bemerkung sei bemerkt nebenbei. Ich glaube, dass das der Hauptgrund der Malaise ist, dass die Pflege nicht das umsetzen kann, was sie gelernt hat, aufgrund der Ökonomisierung, wie es gerade schon anklang, aufgrund der Personalknappheit. Und ich glaube, daran müssen wir uns machen. Es geht nicht um Vergütung, sondern es geht darum, dass Pflege wieder ihren Beruf letztendlich ausüben kann. Etwas, was wir nicht bis morgen ändern können, sondern es wird einen langen Atem brauchen. Es wird viele Jahre brauchen, bis wir hoffentlich dann dazu kommen. Nach der Ausbildung blieb Herr Peters zunächst in Duisburg als OP-Pfleger, bevor er an die Katholische Zentralschule für Kranken- und Kinderkrankenpflege wechselte und dort als Schulassistent unter anderem Geschichte der Medizin lehrte. Etwas, was ich später gemerkt habe, dieses Thema Geschichte und Historie ihn doch sehr interessierte. Im Zeugnis seines Arbeitgebers steht geschrieben, dass er auf dem Gebiet des Mediensektors sehr versiert sei. Dies wird später in seinem Berufsleben immer wieder mal eine Rolle spielen. 1981 wechselte er dann, wie gesagt, zu uns ins Josefshospital, damals noch von einer Ohrensoberin geleitet und beginnt als OP-Pfleger, aber ich habe mir schon sagen lassen, schon damals galt insbesondere sein Interesse der Hygiene. 1983 wird er dann offiziell Hygienefachkraft und Leiter der zentralen Sterilgutversorgung. Übrigens, ich habe am Anfang meiner Tätigkeit hier in der ZSVA im Zentralsteri hospitiert, Herr Derksen ist auch da, und ich muss sagen, ich kenne ja mehrere Zentralsteris, sie ist eine der bestaufgestellten Steris, die ich kennengelernt habe. Und dafür hat Herr Peters auch ganz viel seinen Einfluss geltend gemacht und das ebenso aufgebaut. In dieser Arbeit beim Thema Hygiene findet der spätere Fachkrankenpfleger für Krankenhaushygiene seine Berufung. Hygienefachkraft und die unter uns, die im Krankenhaus arbeiten, wissen das, ist beileibe kein einfacher Job. Man ist Einzelkämpfer, darf Konflikten nicht aus dem Weg gehen, muss sich gegen Interessen und Anliegen von Chefärzten durchsetzen, nervt andauernd seine Kolleginnen und Kollegen, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Und ja, auch als Krankenhausdirektor muss man akzeptieren, es gibt vieles, was Hygiene teuer macht. Und da hat Herr Peters immer seinen Finger in die Wunde gelegt und mich auch letztendlich überzeugt. Wenn Sie jetzt denken, ja, ist ja eigentlich Herr Peters mit seiner Statur genau der Richtige dafür, ist groß und kräftig wie ein Schrank, ja, haben Sie recht. Aber Herr Peters wirkt vielleicht phänotypisch so. Er ist letztendlich überraschend sensibel, ja, zuweilen auch verletzlich. Eigentlich dürfte das keine große Überraschung sein, denn als Krankenpfleger muss man eine gehörige Portion Sensibilität eben mit sich bringen und auch haben.
Ich musste jedenfalls mehrfach erleben, dass Herr Peters mich zur Rede stellte, wie ich denn das eine oder das andere Wort gemeint habe, weil es ihn offensichtlich doch sehr beschäftigt hatte. Aber, und wie gesagt, auch das gehört zu den notwendigen Eigenschaften einer Hygienefachkraft, Herr Peters ist auch streitbar. Und das meine ich uneingeschränkt positiv. Er legt den Finger in die Wunde, nimmt kein Blatt vor den Mund. Wie Sie in unzähligen Vorworten und Editorialen, beispielsweise der Spritze, unserer Mitarbeiterzeitung, nachlesen können, die Spritze hat Herr Peters, und da ist wieder der Mediensektor, vor vielen, vielen Jahrzehnten gegründet und als Chefredakteur und Herausgeber eben auch bedient. Apropos, Herr Dierker, jetzt hören Sie mal gut zu. Herr Peters hat nämlich den Internetauftritt des Josef Hospitals konzipiert und aufgebaut und auch gepflegt und darüber hinaus auch Patientenbroschüren entworfen. Und nebenbei hat er auch nochmal zwischendurch den Job des IT-Leiters übernommen. Denn, wie ich einem Zwischenzeugnis entnehmen durfte, waren Sie auch für die EDV-Schulung des Personals zuständig, Betriebssysteme und Office. Herr Peters hat im Laufe seines Berufslebens viele Fortbildungen besucht. Beispielhaft sei der Desinfektor genannt, den er auch mit sehr gut bestanden hat, oder den betriebsbeauftragten Abfall. Besonders interessant fand ich die Fortbildung Prüfung der sensorischen Befähigung für die qualitative Bestimmung von Geruch und Geschmack von Trinkwasserproben. Das hätte ich gerne mal erlebt. Gerne denke ich an manche Begegnungen mit Ihnen, Herr Peters, zurück. So stellte ich an einen meiner ersten Arbeitstage fest, dass aus meiner Sicht viel zu viele Generalschlüssel im Umlauf waren. Und ich wollte diese Generalschlüssel minimieren und habe Herrn Redeker als technischen Leiter gebeten, das doch für mich zu tun. Ergebnis war ein Proteststurm von Herrn Peters. Er verwies auf eine Stellenbeschreibung aus dem Jahr 1987, in der festgehalten war, dass Herr Peters als Hygienefachkraft regelmäßige Begehungen aller Bereiche vorzunehmen haben. Dreimal dürfen Sie raten, ob er den Schlüssel behalten hat oder nicht. Eine andere Gelegenheit, sein Fachwissen zu erleben, war, als unser damaliger Wirbelsäulenchirurg ein neues Instrument von der Firma Stryker einkaufen wollte. Stryker, auch das wissen diejenigen unter uns, die im Krankenhaus arbeiten, ist nicht irgendeine Firma, sondern eine Weltfirma, die rund um den Globus in vielen, vielen Krankenhäusern vertreten ist und so auch dieses Instrument auch vertrieben hat. Herr Peters aber stoppte dieses Unterfangen. Ich sagte noch, aber Herr Peters, Stryker ist eine Weltfirma. Warum dürfen wir ausgerechnet in Warendorf dieses Instrument nicht einsetzen? Und er hat es mir anschaulich erklärt. Es ist nicht dieses Instrument, das ist eine Challenger-Zange, kritisch B aufbereitet. Aber es war so ähnlich, also mit vielen kleinen Einzelteilen, die man so auseinandernehmen musste. Und auch hier sehen Sie das vielleicht, ein kleines Rohr, wo man als Steri-Mitarbeiter wirklich dran arbeiten muss und schrubben muss. Und er hat mich letztendlich überzeugt. Und anscheinend auch nicht nur mich, sondern auch die Weltfirma Stryker, denn die hat dieses Instrument sehr bald vom Markt genommen, unter anderem mit dem Hinweis auf die hygienische Aufbereitung. Und daran sehen Sie, Herr Peters hat eben auch vor großen Namen keinen Respekt, sondern hat sein Fachwissen im Blick und im Fokus und versucht dies eben dann auch umzusetzen. Sein enormes Fachwissen hat auch anderswo Anklang gefunden. Es gibt mehrere Arbeiten von ihm in der wissenschaftlichen Fachpresse. Und zu meiner Zeit durfte ich miterleben, wie Herr Peters gebeten worden ist, doch an einer deutschen DIN-Norm mitzuarbeiten, nämlich der DIN-Norm für einen Standard für Krankenhausreinigung. Etwas, was es bis dato noch nicht gab. Und ich glaube, mittlerweile ist sie in Kraft getreten, die DIN-Norm. An der hat Herr Peters im Hintergrund mitgewirkt. Und daran sehen Sie einfach diese hohe Expertise, die Herr Peters in Fachkreisen und darüber hinaus erworben hat. Am 31.12.2020 hat Herr Peters uns dann altersbedingt verlassen. Lieber Michael Peters, trotz Ihrer berufsbedingten notwendigen Strenge gegenüber Kolleginnen und Kollegen, Ihre Anerkennung bei eben diesen scheint sehr groß zu sein. Nach Ihrem Ausscheiden erreichten uns doch viele Wortmeldungen mit der Bitte, beim Kuratorium vorzusprechen, Sie mit der Josefskrone eben auszuzeichnen. Und es gab sogar Worte eben mit der Dankbarkeit, dass Sie uns gut durch die Pandemie gebracht hätten. Sie haben mittlerweile auch einen Spitznamen bekommen. Herr Dierker hat dafür gesorgt in seinem regelmäßigen Corona-Update. Seitdem heißen Sie bei uns Big M. Und das ist nicht nur phänotypisch gemeint. Übrigens, Ihren letzten großen Dienst haben Sie uns erwiesen, indem Sie Ihre Nachfolgerin mit ausgesucht haben. Die Frau Kötter, die heute schwangerschaftsbedingt nicht anwesend sein kann, die wiederum Frau Heinze mit angeworben hat und Frau Sock,
habe ich auch irgendwo gesehen, heute dort. Die bilden das neue Hygieneteam. Und das Gute ist, sie versuchen gar nicht erst in ihre großen Fußstapfen einzutreten, sondern sie machen ihre eigenen Fußspuren. Und das ist auch richtig so. Lieber Michael Peters, Big M, Voraussetzung für die Verleihung der Josefskrone ist, dass der zu Ehrende sich überobligatorisch für das Josefshospital eingesetzt hat. Ich denke, es wurde mit meinen Ausführungen deutlich, dass Sie ein würdiger Preisträger sind. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf dann Frau Kaiser und Herrn Budde bitten, auf die Bühne zu kommen. Lieber Herr Peters, Sie waren wahrscheinlich sehr überrascht. Ich gehe mal davon aus. Aber es tut uns gut, dass wir Sie noch überraschen können. Sie haben uns im Laufe Ihrer beruflichen Tätigkeit in diesem Hause auch oft positiv überraschen dürfen können und auch müssen. Und für Ihren Einsatz für dieses Haus, das uns allen so sehr am Herzen liegt, danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich mache das im Namen des Kuratoriums, auch im Namen von unserem Kurator, der gleich sicherlich noch ein paar Worte an Sie richten wird. Und ich freue mich außerordentlich, dass Sie der Träger dieser Krone auch sein werden. Denn es ist, liegt uns sehr am Herzen, das deutlich zu machen, was unser Stifter uns in Auftrag gegeben hat. Und wir werden das weiter verfolgen. Herzlichen Glückwunsch, sage ich Ihnen, und ich darf Ihnen jetzt die Krone, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das anstecken darf, ich komme Ihnen dann so nah. Darf ich das mal für das Sie machen? Das dürfen Sie. Das können Sie einfach so abziehen. Einfach so abziehen, ja, das ist so ein wichtiges Jahr. Mach das mal, du bist die Schmuckexpertin, ne? Ja, ich glaube, das muss die Ehefrau selber machen, das ist wohl besser, glaube ich. Ja, das ist sehr gebrechlich. Sehr gebrechlich. Ja, wunderbar. Ja, aber wir müssen umdrehen. Ach, ist euch falsch schon. Ja, richtig rum. Ne? Aber es ist ja schließlich alles eine Krone. Ja, sicher. Ich habe nachgedrückt, weil sonst wäre es vielleicht abgefallen, ne? Ja, ja. Ja, wissen Sie. Dann dürfen wir erstmal Frau Peters Ihnen einen Blumenstrauß überreichen. Durch die Blume gesagt, auch herzlichen Dank, dass Sie Ihren Mann immer so losgelassen haben, dass er in diesem Hause so aktiv tätig sein konnte. Herzlichen Dank dafür. Bitteschön. Ja, lieber Herr Peters, ich kann nur einen Satz dazu sagen. Ich habe es vorhin angedeutet, es gibt Visionäre und Sie sind da einer davon und der Stifter war der Ursprungsvisionär. Er wollte das Optimale im Bereich der Pflege und der Medizin. In dem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben Ihnen auch noch eine Auszeichnung überreicht. Und vom menschlichen her. Sie sind ein feiner Kerl, würde der Westfale sagen. Ja, genau. Dürfe ich Sie mal eben bitten, Herr von Helden? Jetzt machen wir ein gemeinsames Foto. Ja, soll ich es tragen? Ja. Ja.
Sehr verehrte Frau Kaiser, sehr geehrter Herr Budde, sehr geehrter Herr Gördeler, Herr von Helden. Sie haben es gemerkt, ich wusste es nicht. Insofern habe ich auch keine tolle vorbereitete Rede. Aber ich möchte trotzdem ein paar Worte sagen. Und zwar ist es für mich völlig überraschend, dass eine Hygienefachkraft, die aufgrund ihrer Funktion eigentlich eher der mittelgut bezahlte Störenfried in einem Krankenhaus ist, eine solche Ehrung zuteil wird. Letztendlich hat Herr Dr. Schlummer, der wahrscheinlich in Urlaub ist, das mal so schriftlich fixiert: Sie sind manchmal so ungemütlich. Das ist eigentlich nicht selten mein Beruf, ungemütlich zu sein, Dinge nicht als gegeben und als normal hinzunehmen, sondern bewusst dagegen anzugehen. Ich glaube, es ist immer schwer, wenn man einen Tag lang Arbeit als Hygienefachkraft gemacht hat, hat man so das Gefühl, bist müde, aber du weißt gar nicht, was du gemacht hast, du hast nichts erreicht. Erst wenn man zurückschaut von dem, was heute Stand der Hygiene ist und was vor fast 40 Jahren Stand der Hygiene ist, sieht man, dass man doch etwas erreicht hat. Und das, was erreicht worden ist, wenn ich hier die Zacken auf dieser Krone sehe, müsste ich eigentlich heute Zacken teilen. Eine wichtige Zacke geht an meine Kollegin Ulrike Sock, die mir, ich war ganz, ganz, ganz lange Einzelkämpfer, zum ersten Mal kollegial beiseite stand und mir geholfen hat. Und das war eine schöne Zeit. Dankeschön. Die zweite Zacke geht erstmal an die gesammelten Kuratorien, die ich in meiner Zeit von 40 Jahren hier erleben durfte. Die haben es einem nicht immer einfach gemacht. Manchmal waren die Zeiten turbulent, aber immerhin habe ich 40 Jahre lang beim gleichen Arbeitgeber einen gesicherten Arbeitsplatz gehabt. Und das kann heute auch noch kaum jemand von sich behaupten. Dass in 40 Jahren einem ein Krankenhaus ans Herz wächst und man irgendwann sagt, mein Krankenhaus, das liegt, glaube ich, vor allen Dingen in der Ausbildung und in der Prägung noch meiner Generation. Heute sehen das Pflegekräfte und auch viele junge Ärzte völlig anders. Aber für mich war das Josefshospital immer etwas, wo ich Spuren hinterlassen wollte. Eine weitere Zacke dieser Krone möchte ich gerne der Kriseneinsatzleitung, der KEL, überweisen oder weitergeben, weil das war eine zum Teil für mich schmerzhafte, weil die Leute immer noch an andere Dinge gedacht haben als ich, aber eine sehr wichtige Arbeit, die, glaube ich, bisher zumindest in der Corona-Zeit von Erfolg gekrönt worden ist. Eine besondere Zacke geht an Herrn Gördeler. Chefs haben ja immer die Eigenschaft, andere loben zu müssen, aber nie selber gelobt zu werden, zumindest nicht von ihrem Staff. Und Herr Gördeler, das habe ich ihm, glaube ich, auch schon mal schriftlich gegeben, ist ein hervorragender Krisenmanager. Dankeschön. Eine Zacke möchte ich an einen Menschen weitergeben, der leider heute auch nicht hier ist. Das ist der Willi Redeker, ohne den vieles dessen, was ich versucht habe, hier ins Haus baulich mit einzubringen, nicht funktioniert hätte.
und der immer seine helfende und schützende Hand auch über die Funktionsfähigkeit unserer Instrumentenaufbereitung gelegt hat. Ich möchte mich, weiß gar nicht, wie viele Zacken ich da drauf habe, aber virtuell geht eine Zacke an das Team der Instrumentenaufbereitung und an den Herrn Derksen, der jetzt meine Aufgabe weiter vertritt und das eigentlich schon ganz lange gemacht hat. Ich weiß noch, gerade in der Zeit, in dem es Personal eng wurde, was diese Abteilung geleistet hat, damit die operativen Abteilungen weiterarbeiten konnte. Bitte sag dem gesamten Team auch dafür nochmal meinen Dank. Und als letztes vielleicht noch, als vorletztes, Hygiene ist eine Gemeinschaftsarbeit. Wenn eine Hygienefachkraft sagt, ich mache bei uns die Hygiene, dann hat sie es nicht verstanden. Ich kann bei uns die Hygiene versuchen zu organisieren. Ich kann versuchen, das Wissen weiterzugeben oder zu updaten. Ich kann versuchen, die Hintergrundinformationen herbeizuschaffen. Ich kann versuchen, durch, ja, böses Wort, Kontrollen zu gucken, ob es auch von allen gelebt wird und gegebenenfalls anschieben. Was ich aber allerdings nicht machen kann, ist Hygiene. Hygiene muss jeder selber tun, für sich alleine. Und was ich als Hygienefachkraft überhaupt nicht darf, ist laut werden. Einmal brüllen macht die Arbeit von einem Jahr kaputt. Dann ist nämlich das Vertrauensverhältnis weg, was unheimlich schwer aufzubauen ist. Denn haben Sie Vertrauen zu jedem Polizisten? Das ist ein bisschen vergleichbar. Ich habe so einen Spruch, den ich schon ziemlich zu Anfang gesagt habe, als ich meinen Beruf ergriffen habe. Wenn es der Hygiene schlecht geht, geht es der Hygienefachkraft gut. Und immer dann, wenn es anfing, brenzlig zu werden oder zu sich Infektionen häuften und keiner wusste warum, dann blieb mein Telefon nicht stehen und ich musste praktisch mich vierteilen, um die Leute, die plötzlich an mir Halt suchten, auf den gleichen Stand zu bringen. Passierte aber längere Zeit nichts, glaubte man, sicherlich klappt schon. Ich bin letztendlich, habe ich sehr lange gebraucht, bis ich diese klappt schon Situation ausgehalten habe und mir meine Ungestüm, was ich in den ersten 10 Jahren meines Berufes hatte, abgewöhnt habe und versucht habe, ein Vertrauensverhältnis für wichtiger zu halten als jede kleine Korrektur. Ich glaube, das hat man so in den letzten 10 Jahren meiner Arbeit gemerkt. Meine letzte Bemerkung ist eigentlich, Herr Dorsel hat ja so recht. Nicht nur altersbedingt, das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass man, wenn man so die 50 überschritten hat, nicht mehr so schnell und so flexibel ist, wie das noch mit 30 war. Aber ich habe den sehr starken Eindruck gehabt, dass ich in meinem Alter, in meiner Konstitution, diese Aufgabe nicht mehr lange hätte aufrechterhalten können, weil einfach das Rad sich irrsinnig schnell dreht. Und ich bin nicht in den Gremien, die politisch etwas verändern können, aber mein Appell ans Kuratorium und an den Krankenhausvorstand ist, natürlich müssen wir uns fortentwickeln. Natürlich müssen wir ökonomisch klarkommen. Aber wir müssen immer dafür sorgen, dass die
Ressourcen, personell, materiell und auch psychisch so ausreichend vorhanden sind, damit wir das Wichtigste, was wir im Hause haben, nämlich das Personal, nicht verschleißen. Und wenn Sie in Zukunft in dieser Richtung weiterarbeiten, dann wäre ich sehr froh und würde mir um das Josefshospital keine Gedanken machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Keine Angst, ich stürme schon wieder auf die Bühne. Wir haben keine Programmverlängerung mehr eingeplant. Ich möchte Sie nur recht herzlich einladen, bei uns zu bleiben, zum gemütlichen Teil der Veranstaltung rüberzugehen. Danke allen, die an der Organisation beteiligt waren, allen Rednern, allen, die hinter den Kulissen tätig waren. Ja, und lade Sie jetzt recht herzlich ein. Und vielen Dank für die Musik. Und ich würde sagen, den letzten Song, oder zumindest jetzt im Offiziellen.